Und nein, sie ziehen sich tatsächlich zurück. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung. Gut, wir haben eine neue Politik bekommen, und zwar die Erholung oder so. Und Kairo wird irgendwie besser, aber auch schlechter. Also, keine Ahnung. So, Militärausbildung oder Verteidigungs... Warte, Verteidigungstaktiken. Also Militärausbildung oder Verteidigungstaktiken. Entscheiden Sie sich. Ich trinke einen Schluck. Frank? Frank? Kuckuck? Hallo? Frank? Frank? Frifa Frank? Frifa Frank? Denn nicht. So, würde ich mal sagen, nehmen wir erstmal Verteidigungstaktiken. Frank? Frank? Hallo? So, da bin ich wieder. So, da bist du wieder, perfekt. Gut, wir haben, hab gerade dich was gefragt, dann warst du nicht da, das hat mich gewundert. Ich wusste gar nicht, dass du weg warst. Hast du es gesagt? Mhm. Hast du gesagt, ja, hast du gesagt, dass du weg bist? Ja, bin gleich wieder, habe ich gesagt. Achso, ja, gut, dann Entschuldigung, habe ich den nicht mitbekommen. Kann ja mal passieren. So. Eine Produktion wählen, nachdem jetzt Bogenschützen fertig sind. Zwei. Ja, okay. Produktion wählen. Und ich würde hier halt gerne bauen Stadtmauern, weil ich glaube, dieses Feld ist sehr, sehr anfällig. Alter, und die Stadt, die ist bald wieder richtig fit. Das ist ja ein Problem. Ah, ne, so, warte. Mhm. Ah. So, einmal nach London den Weg beginnen. So, der baut jetzt auch einen Handelsweg nach London. Perfekt, und wir haben jetzt zwei Bogentrupps nochmal. Wir haben dennoch den General. Kann der General auch angreifen? Ist ihnen das ermöglicht? Ich denke schon, dass der das kann. Aber okay, mit dem müssen wir aber vorsichtig umgehen, oder? Das ist ja etwas sehr Seltenes. Okay, dann machen wir hier hinten mal. Ich weiß nicht, in dieser Stadt hier hinten, die so komplett ab von Schuss ist, würde ich halt gerne mehr so Monumente und so, also eher so eine richtige Stadt draus machen. Was hältst du davon? Da können wir, ja, die ist ziemlich abgelegen, also da können wir dazwischen noch eine bauen, um ja irgendwie, aber die so ein bisschen mit einzubinden. Genau, aber ich habe jetzt erstmal so. Jetzt werde ich erstmal benutzen für Campus und so ein bisschen als. Die unten benutze ich ja mehr so als militärische Stadt. Agrar oder wie die heißt. Und Delhi benutze ich ja, da baue ich alles rein. Ist ja so ein bisschen Multifunktions. So. Zur Ruhe setzen erzeugt sofort eine Rittereinheit. Das ist doch mal eine Sache, die hört sich gut an. So, nächste Runde. 416. Nein, ich nehme den Vorschlag nicht an. Versteht es doch. Zack, ich schwimme mal nach hier außen. Und, so, zack. Eine Produktion können wir hier wählen. Und ich würde sagen, wir wählen hier einmal Handwerker. Weil irgendwie haben Handwerker nur eine begrenzte Anzahl an Runden, die sie machen können. Ganz seltsam. Mhm. Und dann sind sie weg? Ja, irgendwie so. Gesandten schicken, ja, und doof. Zwar ich nach Karthago, so. Wir müssen die ganzen Stadtstaaten ja auch ein bisschen mit einbinden. Scheiße.
So, zur Ruhe setzen erzeugt er sofort irgendwie so einen. Ja, perfekt und. Befördern. So. Und jetzt müssen wir. Der Richtung waren wir halt auch schon. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mit meiner Galeere hin soll. Wieso ist die gar nicht ans Wasser gegangen? Da sind Krabben, das ist alles das Fisch. Meinst du unten die Dings? Die Kairoianer. Ja, nein. Ah, die haben dann keinen Fehler gemacht. Aber unsere Position ist auch nicht so die beste. Aber hätten wir die Stadt da unten, wäre halt nicht schlecht. Da müssen wir uns halt nur gut aufs Wasser ausdehnen. Das wäre das Einzige, was wir machen müssten. Die Stadt ist tatsächlich jetzt noch bei 91. Das Einzige, was mir derzeit Sorgen bereitet, sind die Ritter, die ich gebaut habe. Aber rein theoretisch 523 und 3 pro Runde 3 Münzen. Aber hör mir zu, nee. 423, habe ich 500 gesagt? Wie gesagt, 450 bis 500, der mach ich's. Also, der muss schon ordentlich was bieten, damit ich so was Militärisches aufgebe. Ist ja nichts, was ich mir in 2 Minuten wieder aufbaue. So, nächste Runde. Keine so eine Spielfigur hat wahrscheinlich jetzt mehr Grafik als das ganze Spiel Civilization 2. Ja, ich denke auch. Aber die ist, man muss auch sagen, es ist eine unheimlich gut gewählte Grafik. So mit diesem Comic-Look und so, ich finde, es hat schon was. Also, ich finde es schon ein sehr schönes Spiel. Sehr schmuck. Ich setze mich ja tatsächlich nochmal zur Ruhe. Erste Runde. Also ich denke, es dauert tatsächlich doch noch ein paar Runden, bis wir Kairo jetzt machen. Wir brauchen mehr Einheiten, ja. Ja, ich dachte, das reicht jetzt ja an Einheiten, welche ich gemacht habe, aber scheint mir dann doch mangelhaft. Ich will halt meinen Rittertrupp. Die heilen sich zu schnell. Ja, die heilen sich unheimlich schnell. Ich habe jetzt hier gleich 3 Bogenschützen. Und dennoch den Ritter. Ja, der Ritter, der ist halt auch unheimlich anfällig. Ja, der macht zwar richtig gut Schaden. Aber der ist dann noch relativ schnell wieder tot. Ja. Wenn der stirbt, dann habe ich praktisch mein ganzes zeitalterliches Verdienst ja aufgegeben. Spaß, der hat irgendwie bei 139 Münzen oder so begonnen. Wir sind inzwischen bei 433. Der versteht nicht, dass ich einfach in irgendeiner Hinsicht gar keinen Frieden will. Scheiße, jetzt kommen wir noch Barbaren dazu. Und das war's mit den Ritter. Scheiße. Warum müssen denn immer Barbaren dazukommen? Drei Barbarentrupps. Weißt du, ich hab doch keine Chance. Ja. Das wird sehr schwierig. Ich kann jetzt schon sagen. Oh Mann. Die werden nicht flüchten, die werden direkt auf mich zurennen und mich erledigen. Ja. Das heißt, wir müssen noch mehr Einheiten ausbilden, um da nochmal anzugreifen. Mit einmal rüberrennen gesamten Trupp gemacht. Das Barbarenlager muss rein theoretisch erst weg. Das ist die Devise eigentlich. Aber wenn ich jetzt erst die Barbaren mache und dann Kairo, dann wird es nie was.
Ich darf jetzt bei Kairo halt auch nicht locker lassen, weißt du? Es ist ja ein, dass ich, dass ich gerade nicht so viel Chancen habe. Wenn ich da jetzt ein paar Runden locker lasse, dann haben die wieder ihre 200 Leben voll. Eventuell noch ihre Stadtmauer neu gebaut, weißt du? Dann war es das für mich, denn dann habe ich irgendwie alles umsonst gemacht. Das war's dann. Auch nicht die Idee, weißt du? Da ist der Elefant umsonst gestorben, alle. Alle. Ja. Ich würde richtig gern nochmal einen neuen Elefanten machen, das dauert halt so lang, ja. Fast das Barbarenlager hier oben muss weg. Ich frage jetzt, ich probiere jetzt mal. Probiere jetzt mal England um Verstärkung zu bitten. Nee. Ach Mann. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht von Roosevelt irgendwie einen 443. Wir gehen langsam in die Richtung von, wo ich es annehmen würde. Ich hoffe mal, dass ich von Roosevelt jetzt nicht ein Kriegsangebot bekomme. Übrigens verworfene Frames 7, 0,00%. Ja, also. Sehr schön. Der Stream läuft. Sehr schön. So. Oh, wir sind im Mittelalter angelangt. Alter, wie schnell das jetzt ging. Wir sind jetzt bei 1040 nach Christus. Das ist jetzt. 1040 nach Christus. Das ist jetzt unheimlich schnell gegangen. Also hätte ich das gewusst. Mathematik, Maschinenbau. Rein theoretisch müssten wir so zeitlich jetzt eigentlich wirklich langsamer in die Mathematik gehen, aber. Los, wir nehmen Mathematik. Sonst sind wir ja irgendwie geistig irgendwie zurückgeblieben. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, einen Elefant zu machen, aber 17 Runden. Da würde ich eher sagen. Das ist ja richtig. Wir nehmen einen. Ein Rambock. Was macht ein Rambock? Unterstützt ihr Na, Rambock bringt uns jetzt nichts. Ich nehme einen Streitwagen. Hier oben. Hydrotisch was, was sich extrem schnell fortbewegt. Also ich baue jetzt oben jetzt einen Elefanten, dauert halt 16 Runden, aber muss ich jetzt halt mit leben. Vielleicht können wir, wenn der ein bisschen vorangeschritten ist, können wir den dann vielleicht kaufen. Wen kaufen? Also wenn der ein paar Runden gebaut wurde, sag ich mal, dann können wir den vielleicht eventuell schnell fertigstellen. Nee, das mit kaufen. Ist jetzt, haben wir nicht genug Geld für. Das Problem ist jetzt halt auch, Kairo, die Krieger bei Kairo sind tot. Das heißt, Kairo heilt sich jetzt wieder hoch und unsere 10.000 militärischen Einheiten, die da waren, gehen jetzt zugrunde. Und ich sag mal, Kairo jetzt Frieden schließen für genau das Angebot, was er hatte. Pass mal auf. Sind die alle weg da unten? Nein, fuck. Waren das die Barbaren? Ja. So. Nein, nicht ernsthaft, oder? Nein. Frank, weißt du, was gerade passiert ist? Nee. Ich habe, pass mal auf, unsere Truppen da unten sind alle tot. Ich dachte so, na gut, jetzt ist egal, dann schreibe ich ein Friedensangebot an den komischen Fratzen da. Soll ich dir sagen, was passiert ist? Der hat 447 Münzen sofort und 3 Münzen pro 30 Runden. Also 3 Münzen pro Runde für 30 Runden
hat er angenommen, obwohl wir da unten keine Truppen mehr haben. Das heißt, wir haben jetzt 569 Münzen und kriegen pro Runde immer neue Münzen. Plus 3. Ohne Spaß, das ist ja der Deal des Todes. Pass mal auf, da muss ich mir doch gleich einen Folgentitel hier auf meinen Blog schreiben, den ich irgendwie in keiner chronologischen Reihenfolge beschriftet habe. Folge 1.15 Doppelpunkt Deal. Schreibe ich mir mal auf. Boah, gibt's das denn? So. Ist ja genial. So. Gut, hier würde ich dann gerne Viehzucht betreiben. Und weiter geht's. Ganz ehrlich, dann lasse ich Kairo jetzt lieber mal in Ruhe. Oder lasse ich Kairo jetzt in Ruhe? Naja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Einheiten. Also viel mehr Einheiten. Und weil die heilen sich jetzt mächtig schnell hoch. Ich sehe das jetzt mal so. Wir steigen auf, Kairo steigt auf. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall zum einen eine Einschätzung. Wie stark ist Kairo? Wie viele Einheiten brauchen wir? Was für Einheiten brauchen wir? Wir wissen jetzt, mit Bogenschützen haben wir zwar die Möglichkeit, keinen Schaden zu nehmen. Aber machen dafür sehr, sehr wenig Schaden an denen. Und Streitwagen bzw. größere Gefährte machen viel Schaden, nehmen aber auch viel Schaden. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, jetzt haben wir, wenn wir nochmal einen Krieg anfangen, auf jeden Fall eine realistische Einschätzung, die wir treffen können. Und das, denke ich doch mal, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, oder? Wir bräuchten... Also lass uns erstmal wieder ein bisschen die Infrastruktur aufbauen. Stadt, Städte gründen, Einheiten ausbilden. Sonst kommen wir hier nicht voran. Ich weiß nicht, soll ich offene Grenzen machen mit Arabien? Ja. Weißt du, hört sich total bescheuert an, aber wenn wir jetzt offene Grenzen haben, stärken wir das Verhältnis. Und ganz ehrlich, wir können jetzt auch mal in den Chat fragen. Also ihr müsst jetzt nichts reinschreiben, aber es wäre echt nett, wenn ihr helft. Weil, ich weiß gar nicht, ist die Idee dumm, jetzt mit Arabien vielleicht doch Frieden zu schließen? Weil wenn wir mit Arabien Frieden schließen, haben wir automatisch mehr oder weniger mit Frankreich Frieden, weil und mit der USA, weil USA, Frankreich und Arabien sind zu dritt befreundet. Das heißt, wenn wir jetzt Frieden mit Arabien schließen, hätten wir rein theoretisch die Möglichkeit, Frieden mit der USA zu haben. Und Handel mit der USA ist praktisch das Beste, was wir machen können. Ist diese Entscheidung dumm? Ich frag's mal in den Chat. Ich warte jetzt gerne noch ein bisschen und warte mal darauf, was der Chat sagt. Und ich mute mich mal kurz und trink mal einen Schluck. Erstmal bevor der Chef. Also, liebe Leute, sagt mal. Frank, du kannst ja auch mal eine Idee raushauen. Was würdest du denn? Wie findest du die Idee denn? Also, wir haben jetzt auf jeden Fall nicht genug Einheiten, um einen Krieg zu führen. Genau. Und wir müssen erstmal. Wir müssen erstmal ein bisschen ruhiger treten. Also, der Chat sagt, also jetzt auch fürs Let's Play. Und vor allen Dingen auf uns. Red erstmal du aus. Also wir haben hier, wäre eine gute Idee und schließe mich dem an. Genau. Okay. Ja, also wir müssen auf jeden Fall erstmal selber wieder vorankommen, weil wir haben jetzt so viel Krieg geführt, genau. Und haben unsere Städte vernachlässigt. Also ich denke wir mal, haben irgendwie wir haben irgendwie die Entwicklung unseres Landes total vernachlässigt. Ein bisschen. Und ich denke, das wäre schon mal schön, das zu machen. Und okay, wenn der Chat sagt, wenn der Chat es auch sagt, dann machen wir halt offene Grenzen. So. Und er lächelt jetzt auch wieder ein bisschen. Auch wenn wir vielleicht jetzt noch nicht beste Freunde sind, aber er lächelt. Und das reicht doch erstmal. Und es wäre doch sehr, sehr schön, wenn wir mit den Freundschaften schließen könnten. Und was war denn das gerade? Ein Lag bei diesem PC? Ich glaube, es hackt.
Also, wirklich schön, dass der Chat mitschreibt. Was macht ihr denn gerade so im Chat? Alle so. Sie grinst immer. Was hast du gesagt, Frank? Die Königin, die grinst immer. Ja, die ist froh.